Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Pokémon Blau. Ich bin's, euer Eddie Winkelmann. Null Veränderung hier. Da mache ich mich mal so auf den Weg. Und wie ihr seht, sind hier so ein und an so die einige Trainer halt, ne? Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Pummelhof. Zwei Pokémon, Pummelhof und Pipi. Ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn das Licht angeht. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Nein, das ist nicht. Und trotzdem werde ich einfach mal weitermachen. Was setzt denn ein? Schlafbruder. Perfekt. Nicht so perfekt. Perfekt. Oh yeah. So. Und so wird der Kampf nun viel schneller beendet. Also, schneller ist relativ, aber ist leichter. Eindeutig, also. Oh, doch kein Bummelhof. Oh, vorbei. Tja. Doch ich habe ja jetzt eine Taktik. Aufgewacht. Machen wir nochmal Schlafpuder. Es ist schön, dass es jetzt so oft trifft. Also Schlafpuder, das finde ich super. Mach mal Hyperspeed, oder? Hyperspeed und das, ist Pipis Ende? Volltreffer gegen Ende. Ja. Liebe Göre, hör auf, sei nicht so gemein zu Pipi. I don't care. Ach ja, ich wollte dir erstmal zeigen. Ist hier noch. Und da sind. Oh Gott, hier kommen jetzt paar. Vier Stück. Ja, da musst du erstmal vorbeikommen. Naja, ich könnte natürlich auch da durchs Gras, aber ich möchte die Trainer alle besiegen. Ich bin ein weiter rumgekommener Glücksspieler. Super, super. Spieler, ja, wer hätte es erwartet? Und du möchtest kämpfen und du setzt ein Vulcano ein. Oh. Da muss ich mein Pokémon wohl tauschen. Pikachu, mach einfach mal Donnerblitz. Ich habe jetzt durch mein Hyperspeed nicht gesehen, was der für eine Attacke gemacht hat. Das ist etwas doof. Ruckzuck Hieb und Win. Und ja, Pikachu reicht Level 29, das ist toll. Vulpix. Okay, wir sehen doch nochmal einen Vulpix. Beziehungsweise ein Vulcano. Ich weiß ja jetzt. Ich weiß immer noch nicht, ob es Vulcanus oder Vulpixe auf. Edition Blau ja. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Aber wenn wir schon hier sind, der Schneider, Lotti Karotti. Was gibt's hier für Pokémon? Ich spreche nur mal kurz. Hier gibt es Vulpixe. Hätten wir jetzt kein Glutexo, dann würde ich mir Vulpix eventuell fangen. Jedoch, wir haben eins, so lohnt es sich nicht. Ist immer toll, wenn eine Attacke daneben geht, gerade wenn das gegnerische Pokémon schläft. Ja, Realismus pur. Das sind wuchernde Pflanzen, die sofort wieder nachwachsen. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Ich bin immer für eine sehr gute Strategie. Und ich denke, die besitzen wir. Und so machen wir diesen Streber fertig. Ein Slimer gegen ein Smetbo.
Slimer ist, glaube ich, ein Gift-Pokémon. Die Attacke ist sehr effektiv. Und ja, die Attacke ist auch noch sehr effektiv. Oh, wir sind schon soweit. Die Entwicklung von Slimer. Vielleicht, wenn jemand die Pokémon-Folgen geguckt hat, wird er merken, Slimer, das hat doch auch dieser, wie heißt der Typ, Ash? Hatte doch auch eins. Ja, hatte er. Und, Slimer sind eigentlich totale underrated Pokémon, weil sehen halt nicht sehr stark aus. Guckt euch mal das Slimer an. Also, Slimer ist verwirrt. Hat schon Verwirrung sehr verletzt? Ja, tatsächlich. Und das ist nicht der Sieg. Ich habe Konfusion gemacht, weil ich mich verdrückt habe. Naja, egal. Ich habe verloren. Das ist nicht logisch. Ist es wohl. Ach ja, stimmt. Jetzt kommen ja die vier Trainer. Und allein aus Frag werde ich mal die Texte holen, die hier rumgehen. Ich mag alle Nidoran sehr gerne, deshalb sammle ich sie. Oh nee. Ein purer Langweile-Trainer. Jura möchte kämpfen. Setz Nidoran weiblich ein. Los, Glutexo. Glut. Wieso nicht? Volltreffer! Kratzer. Der Schneider. Unsere VM01. Und Nidorina, die Entwicklung von Nidoran weiblich. Ich glaube, das ist das erste, was wir an Nidorina sehen. Wie schon mal erwähnt, durch Mondstein entwickelt sich Nidorina zu Nidoqueen. Schön, dass ich das jetzt klären konnte. Und unser Glut ist verdammt schwach. Hoffentlich kriegen wir bald eine neue Attacke. Warum nur? Deswegen. Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Ich würde sagen, ein Streber. Yeah. Slimer? Nein, ein Smogon. Kennt wahrscheinlich auch jeder. Und Smogons sind deswegen eigentlich recht gute Pokémon. Da sie zum Beispiel Finale erlernen können. Das heißt, du könntest einen Smogon in die Pokéliga mitbringen. Also gegen die letzten vier. Oder fünf. Ne, vier. Und beim knappen Kampf Finale. Explosion, okay, ich gehe lieber zur Schule. Und dann ist Ende mit dem. Und ja, macht sich so süß. Miau, miau. Bla, bla, bla. Bam, badam, bam. Oh mein Gott, eine Göre. Möchte kämpfen. Göre setzt Mauzi ein. Machen wir mal Schaufler. Oh, ja, mach du Heuler. Die Attacke ist mir nicht am Fehl. Victory. Und der hat noch, sie hat noch ein Mauzi. Spannung baut sich auf. Mauzi wird besiegt, er erreicht Level 30. Ja, ich möchte mein Pokémon wechseln. Mein zweites Pokémon, das ich gefangen habe, war, glaube ich, Taubsi. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Taubsi, Pikachu und Raupi waren ja recht nah aneinander. So bin ich mir jetzt gerade nicht sehr sicher. Oh nein, ein gefährlicher Heulerangriff. Ah ja, ja, ich wollte ja hier so. Miauts! Ja, ich bin so diabolik. Tauboga. Trainieren wir mal ein bisschen. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier herumstehen. Ja, das tut es! Aristoteles, nee.
Oh! Habt ihr gesehen? 5 Pokémon! Das ist eine Sache von Hyperspeed. Anidoran männlich, hey, noch ein Mauzi und ein Pikachu. Das ist schon viel spannender, weil Pikachu ist ja unsere Schwäche. So viel zum Spannungsfaktor. Wir haben die Göre besiegt. Schau, was du getan hast. Und Mauzi hat anscheinend Zahltag eingesetzt, weil wir haben Geld abgeholt. Ist hier was drin? Nein, da ist nichts. Und hier sind einfach nur Treppen. Ja, so ein Treppen darstellen. Wer schon nicht fragt. So, hier kann man auch noch. Kann ich mal zeigen. Jetzt könnte man fliegen nach Lavandier und dann würde man was bekommen. Aber ich fliege nicht. Okay, die Spiele mögen beginnen. Dum, dum, da, da, bab, bab. Spieler möchte kämpfen. Spieler setzt Quapsel ein. Wie viele Pokémon hat der? 3? Oh. So, das war Quapsel. Wir waren zwar am Schlafen, aber wir haben es trotzdem komplett mitbekommen. Los, Pikachu. Quapuzzi. Die Entwicklung von Quapsel. Ja. Eine lustige... lustig, ja. Eine schöne Geschichte ist, dass in Pokémon Feuerrot und Blattgrün, knapp vorbei ist auch daneben, bla bla bla. Feuerrot. Oh, den hab ich jetzt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Bei vier Pokémon, wie sieht das mit Chemie aus? Streber. Ja. Quapuzzi. Folgendes. Quapuzzi kann sich in 2 Pokémon entwickeln. Das ist erstens Quappo. Das war's mit Tauboga. Das ist erstens Quappo. Und nochmal Kratzer. Und zweitens, wie heißt es? Nee, da bin ich jetzt überfragt. Viele, ihr wisst es bestimmt, aber mir fällt gerade nicht ein. Auf jeden Fall, jedoch kann man in Pokémon Feuerrot und Blattgrün ein Quapuzzi mit einem randomness dastehenden Trainer tauschen. Du bekommst ein Rosana. Rosana, ein Psycho-Eis-Pokémon, auch eine Kernschmelze. Ein Psycho-Eis-Pokémon, ja. Was eigentlich sehr nützlich ist. Ja, durch die Tür wird uns wieder gesagt, ja, wir müssen was zu trinken mitholen. Deswegen gehen wir hier hin. Das große Einkaufszentrum, das meiste deine riesige Auswahl. Yay! Hyperspeed. So. Ein verstarrtes Pokémon, das meine, das wird ja auch gebraucht. Ja, das ist Relaxio immer noch. Auf jeden Fall, wollte ich euch das mal mitteilen. Wieso mache ich Hyperspeed? Ich möchte euch noch unbedingt was zeigen. Kleiner Tipp, hinten rum. Gehen wir hier hin, dann gehen wir hier rein. Zack, zack, zack. Ich weiß alles. Ich kenne den nächsten Teil der Pokémon-Welt in deinem Gameboy, triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Bla bla blub. Und Eddie erhält Evoli. Nein, ich möchte Evoli keinen Spitznamen geben. In Pokémon Box 1 transferiert. Das war's mit Pokémon für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bitte schaltet wieder ein, wenn es heißt, was ist Evoli? Wieso sind wir in Prismania City? Und was macht Team Rocket hier? Wer hat's vielleicht gesehen? Naja, egal. Bis dahin, ciao.